Da ist sie also, die bislang schärfste Version der neuen A-Klasse und gleichzeitig preislich das Einstiegsmodell von AMG, der AMG A35. 2 Liter Turbo unter der Haube und satte 306 PS, damit auf Augenhöhe mit Golf R und Audi S3. Preislich soll er bei stolzen 47.529 Euro starten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel AMG bekomme ich eigentlich für mein Geld? Das sollen mir heute die Experten von AMG mal ganz genau zeigen. Wenn wir jetzt hier unter die Haube schauen und uns den Motor angucken, dann fällt als erstes auf, normalerweise ist bei AMG immer hier eine Plakette, One Man, One Engine, wo der Ingenieur tatsächlich unterzeichnet hat, der diesen Motor gebaut hat. Das sehe ich hier nicht. Warum ist das so? Das ist so, bei unseren Entry-Performance-Modellen ist das einfach so, dass wir diese Motoren auf der Mercedes-Benz-Linie mitbauen. Es ist tatsächlich einfach ein Kapazitätsthema. Wir haben begrenzte Kapazitäten, um diese Motorenmanufaktur durchzuführen. Und es ist bei diesem Entry-Performance-Modell wie bei unseren allen anderen 43er, 53er so, dass dieser Motor auf der Mercedes-Benz-Motorenlinie gebaut wird. Ist das trotzdem ein echter AMG-Motor? Das ist sehr wohl ein echter AMG-Motor, ingeniert in Affalterbach, Bild bei Mercedes. Können Sie uns mal sagen, was sind die signifikanten Veränderungen, die jetzt tatsächlich beim A35 am Motor vorgenommen worden sind, AMG-seitig? Sehr gerne, das kann man hier in dem Motor sehr gut zeigen. Für uns sind zwei Sachen im Vordergrund. Das eine Thema ist Leistung und das andere Thema ist Fahrbarkeit. Dazu wesentliche Elemente, die ich hier an der Grafik zeigen kann. Zum ersten Mal hier sieht man hier die Ladergruppe. Wir wechseln hier auf eine Twin-Scroll der Ladertechnologie. Das ist ein Lader, der für uns im unteren Drehzahlbereich einfach mehr Moment gibt und aber auch nach oben raus die Leistung entsprechend verbessert. Wesentlicher Eingriff in den Motor. Um dem adäquat entsprechend die Ladeluft kühlen zu können, setzen wir auf einen sehr aufwendigen Ladeluftkühler, einen Wasserladeluftkühler. Weiterhin hier im Motorpackage ein sehr großer Vorteil, den man hier sieht, ist die extrem kurze Ladestrecke zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe. Wie viel hat dieser Motor denn tatsächlich noch mit dem normalen A-Klasse-Motor gemein? Also aus Motorkonstruktionssicht würde ich sagen sehr, sehr wenig. Der Grundmotor ist natürlich da, Hubbohrung ist entsprechend gleich. Aber dadurch, dass wir in die Ladergruppe eingegriffen haben und in die Kühlung so eingegriffen haben, würde ein Motorkonstrukteur sagen, das ist ein komplett anderer Motor. Wir sehen hier spezielle Bleche, die für die Versteifung des Wagens eingebaut worden sind. Wofür braucht man das bei einem AMG? Die Bleche, die Sie sehen, sind das Ergebnis der Anforderungen. Die Anforderung ist ein präzises Anlenken und eine sehr steife Karosserie. Das heißt, wir haben von ersten Tag an, als die A-Klasse entwickelt bei Mercedes begonnen hat, haben wir uns in die Entwicklung eingeklinkt und haben unsere spezifischen Lastfälle mit betrachtet. Sprich, wir gucken nochmal obendrauf, wie verhält sich die Karosserie, wie torsionssteif ist die Karosserie. Wir haben eigene Berechnungsfälle, um zu gucken, wie verhält sich die Karosserie beim Bremsen, beim Anlenken, beim Überfahren von Hindernissen. Und da haben wir festgestellt, wir brauchen mehr Steifigkeit im Vorderwagen. Die Steifigkeit im Vorderwagen holen wir ein Stück weit durch dieses sogenannte Schubfeld. Das schrauben wir unten unterhalb des Motors an und das versteift praktisch diesen Kasten um den Motor herum, um eine große Steifigkeit zu bekommen. Weiterhin arbeiten wir mit solchen Streben, die praktisch genau das tun, was ich gerade beschrieben habe. Die stützen den Vorderwagen zu der Hauptkarosserie ab, um praktisch beim Bremsen, beim Anlenken einfach mehr Steifigkeit reinzubekommen. Es nützt nichts, eine super agile Lenkung auszulegen, wenn die Karosserie das nicht mitmacht. Eine AMG-Veränderung bei einem Serienmodell, das heißt natürlich vor allen Dingen auch Veränderungen am Fahrwerk. Können Sie uns mal sagen, was hat AMG beim neuen A35 tatsächlich, was ist da fahrwerkstechnisch passiert? Sehr gerne, da ist eine ganze Menge passiert. Der A35 ist für uns ein vollwertiges Mitglied der AMG-Familie. Wir haben nahezu jede Komponente am Fahrwerk für unsere Bedürfnisse und Anforderungen angepasst. Begonnen am Federdämpfersystem, fast eine Selbstverständlichkeit hier eine eigene Abstimmung durchzuführen. Wir sind im Topmount deutlich steifer geworden gegenüber dem Serienfahrzeug. Auch hier unten der Radträger, eine komplette Eigenentwicklung für den A35. Die Querlenkeranbindungspunkte,
Gleiches Spiel. Auch hier sind wir deutlich steifer geworden, um einfach mehr Sturzsteifigkeit, mehr Spurstabilität dem Kunden mitgeben zu können. Dadurch mehr Feedback und mehr Gespür fürs Fahrzeug und den Grenzbereich. Was ist AMG-seitig an der Bremsanlage verändert worden? Auch die Bremsanlage haben wir für unsere Bedürfnisse natürlich angepasst. Heißt also, wir haben einen neuen Vierkolben-Bremssattel entwickelt, den es so bisher noch nicht gab. Ein sehr steifes Bauteil mit radialer Anbindung, bekannt aus dem Motorsport. Sehr guter Druckpunkt auf der Bremse, sehr gute Dosierbarkeit der Bremse mit der großen Scheibe im Durchmesser von 350 mm, wie wir es heute aus dem A45 kennen, konnte da auch ein guter Schritt in Richtung Fahrdynamik für uns erreicht werden. Zentraler Punkt natürlich auch die Hinterachse. Was ist hier passiert? Sehr wichtiger Punkt für uns. Auch hier haben wir einschneidende Veränderungen vorgenommen, um unseren Fahrdynamikansprüchen gerecht zu werden. Zum Beispiel einer der größten Punkte, die wir verändert haben, ist die Anbindung oder beziehungsweise das Anbindungskonzept des Hinterachsträgers an den Rohbau. Wir sind hier nicht mehr gummigelagert, sondern wir haben eine starre Anbindung. Findet man heute auch im A45 aktueller Generation bei uns bereits schon. Auch das haben wir übernommen und in den A35 übertragen. Weiterhin haben wir, wie an der Vorderachse bereits auch, das Anbindungskonzept der Streben ausgesteift, um auch hier an der Hinterachse mehr Sturzsteifigkeit und mehr Spurtreue zu erreichen. Weiterhin ist der Radträger für uns eine komplette Neuentwicklung. Haben wir für unsere kinematischen Anforderungen dementsprechend angepasst. Auch der Bremssattel, wie an der Vorderachse auch, eine Neuentwicklung für den A35. Der Bremsscheibendurchmesser an der Hinterachse, da sind wir jetzt mittlerweile bei 330 mm unterwegs. Also auch hier immer der Anspruch, maximale Bremsperformance und Sicherheit natürlich auch ins Fahrzeug zu bringen. Ein AMG erkennt man natürlich immer auch schon von außen, ohne dass man ihn hört. Was sind die entscheidenden Veränderungen im Exterior, die jetzt hier beim A35 gegenüber der Serie vorgenommen worden sind? Okay. Also wir haben hier einen A35 spezifischen Stoßfänger vorne. Das sind sehr, sehr markante Elemente dabei, wie unser Doppellamellengrill. Das ist ein typisches Erkennungsmerkmal, die Signatur von einem Entry-Performance-Fahrzeug bei uns. Das geht nach unten weiter mit dem spezifischen Splitter. Und hier drüben an den Lufteinlässen, das kann man eine Besonderheit sehen, die zwei Flicks. Aber auch hier der Air Curtain, der hier praktisch die Luft aufnimmt und über die Seite, über einen Kanal innen nach außen vor dem Rad ausleitet. Das ist ein hochfunktionales Teil, das nennen wir Air Curtain. Das verbessert die Umströmung des Rades sehr und dient dazu, den CW-Wert des gesamten Fahrzeugs zu verbessern. Was hat sich am Heck verändert? Die wesentlichen Merkmale eines A35 sieht man hier oben einmal mit der Abrisskante und der komplett eigene Stoßfänger. Vielleicht oben mal ganz kurz bei der Abrisskante zu bleiben. Das ist für uns ein hochfunktionales Bauteil. Man sieht auch hier, wenn man genauer von der Seite drauf sieht, die drei Flächen an sich. Und diese drei Flächen haben eine Funktion. Das heißt, wir ringen zwischen der Funktion und der Optik. Und genau das ist das, wo wir in der Entwicklung den besten Trade-off finden. Solche Bauteile bei uns haben nicht eine optische Funktion, die müssen optisch gut aussehen, gefallen, aber im Wesentlichen sind das Funktionalbauteile. Wenn man weiter nach unten geht, sieht man den spezifischen Stoßfänger und ganz, ganz unten der Diffuser mit den markanten Stegen und die Entry-Performance-Signatur hier sind die einzelnen Endrohrblenden in dem unteren Diffuser. Sie haben das eben zwar schon angedeutet, aber ist das jetzt nur optische Kosmetik in erster Hinsicht, um zu sehen, aha, da kommt ein AMG, dass man das schon vom Weiten sieht? Das ist nicht das, was wir tun. Wenn wir solche Funktionalbauteile haben, dann haben die eine Funktion. Diese Bauteile werden simuliert, zunächst mal damit ausgelegt in der ganz, ganz frühen Fahrzeugphase, auf Basis auch der Seriendaten, um da genug Vorsprung zu haben. Dann bauen wir Prototypen und fahren das. Ja. Und dann optimieren wir zwischen Funktion und Optik. Also solche Bauteile sind bei uns höchst funktionale Bauteile. Hier im Innenraum des A35, wo sehen wir da die Handschrift von AMG? Gerne. Die wesentlichen Merkmale sind zum Beispiel unser komplett eigener Sitz, der AMG Performance Sitz. Der bietet hier einfach deutlich mehr Seitenhalt als der Seriensitz. Der Sitz, der hier dargestellt ist, hat perforiertes Leder. Das ist im Lederpaket enthalten. Weiterhin haben wir das AMG Performance Lenkrad. Hier als besonderes Merkmal die spezifischen Bedienelemente, um Fahrprogramme und Funktionen zu verstellen. Hierbei wollen wir das so machen, dass wir die Hände am Lenkrad lassen können und das Auto bedienen können.
Final kann man vielleicht sagen, hier die gesamte hintere Bereich der Mittelkonsole haben wir neu gestaltet. Motivation da war einfach, die Funktionen aufzunehmen. Da gibt es Funktionen, die im Mercedes-Grundfahrzeug einfach überhaupt nicht vorhanden sind. Und diese Bedienelemente haben wir in diesem hinteren Bereich der Mittelkonsole aufgenommen. Stichwort MBUX. Auch da gibt es spezielle Veränderungen im Punkto AMG. Was ist da tatsächlich passiert? Genau, das war uns sehr wichtig, die komplette Integration der AMG-Themen in die MBUX, auch insbesondere deswegen, weil wir auch ein jüngeres Publikum erobern möchten. Diese Gamification hat da für uns auch eine treibende Rolle gespielt. Ich würde Ihnen ganz gerne zeigen, ein tolles Thema. Wir haben verschiedene Stile in den Bildschirmen und da haben wir einen ganz eigenen AMG-Stil entwickelt. Der heißt passenderweise auch Supersport. Ich würde den eben mal einstellen. Hier bekommt der Kunde dann eine AMG-adäquate Anzeige mit einem Zentraldisplay, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Wir haben die Ganganzeige sehr prominent in der Mitte, die anderen Anzeigen entsprechend nach außen. Also wir finden, da haben wir ein sehr gelungenes Styling, sehr AMG-affin mit allen AMG-Themen in diesem Supersport-Stil integriert. Und darüber hinaus, was sehe ich auf dem rechten Bildschirm? Auf dem rechten Bildschirm, wir können es auch mal die verschiedenen Bedienelemente durchgehen. Wir haben zum Beispiel da ein AMG Performance Menü. Da kann ich mir meine ganze Fahrzeug- und Motordaten nochmal hier in dem mittleren Display anzeigen. Ich sehe da Sachen wie Drehzahlen, Temperaturen, Drehmomentverläufe hier nochmal sehr schön visualisiert im AMG-Stil. Und ich habe gesehen, es gibt auch einen Streckenmodus. Was hat es damit auf sich? Das ist ein tolles Feature, das nennen wir AMG Track Pace. Das ist im Prinzip, können Sie sich vorstellen, Telemetriedaten aus verschiedenen Rennserien kennen Sie. Das ist im Prinzip Ihr eingebauter Renningenieur. Also Sie haben hier die Möglichkeiten, verschiedene Rennstrecken abzufahren, selbst Zeiten aufzuzeichnen, selbst zu schauen, wo war ich gut unterwegs, wo war ich nicht gut unterwegs. Ich kann das vergleichen, ich kann das auch über unsere Plattform TrackPace auch mit meinen Freunden und Kollegen auch teilen. Man sieht hier beispielsweise auch, wir haben schon gewisse Strecken vorab schon eingebaut, zum Beispiel Spa ist schon drin, Hockenheim Grand Prix, Hockenheim kleiner Kurs ist schon von vornherein mit dabei. Das hat schon ein bisschen Videospielcharakter. Das hat schon absolut. Das ist genau dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Das Gamification, zusammenbringen, einfach weitere Kunden erobern an der Stelle. Also den A35 werden wir weltweit anbieten, außer USA. Wir denken, die Kernmärkte sind Europa, China ist sehr interessiert dran. Innerhalb Europa, Deutschland, UK, Australien würde ich als besonders interessanter Markt für dieses Fahrzeug auch hervorheben. Ja, wenn man jetzt den neuen A35 gesehen hat, wenn man ihn gefahren hat, dann bietet sich natürlich zwangsläufig die Frage an, was ist mit dem A45? Was können Sie uns darüber schon verraten? Der wird kommen. Der wird kommen, das kann man auf jeden Fall sagen. Unsere Absicht mit dem A35 war im Prinzip eine Brücke zu bauen zwischen dem A250 Mercedes und dem heutigen A45. Dazwischen haben wir jetzt den A35 positioniert. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber wir haben eine ganze Schippe nochmal draufgelegt. Motorleistung war irgendwas über 400 PS. Fahrdynamik nochmal eine ganz andere Kategorie. So als kleiner Blick in die Küche. Viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Das werden wir uns im nächsten Jahr dann gemeinsam angucken. Wann wird er kommen? Nächstes Jahr. Autobild kann aber schon etwas mehr verraten. Laut AMG-Chef Tobias Moers soll der neue A45 einen Driftmodus bekommen. Trotz Allradantriebes wären somit richtige Drifts möglich. Auch ein neues Getriebe mit 8 Gängen sei geplant. Die bisherigen verfügten über 7 oder 9 Gänge. Dazu kommen Zusatzfunktionen im MBUX und ein Datenlogger. Wenn Sie neugierig sind auf einen ersten Fahreindruck vom neuen AMG A35, schauen Sie sich doch auch das Video meines Kollegen Jan Götze an. Der konnte den neuen Einsteiger AMG hier auf den Landstraßen Mallorcas ausgiebig testen.